Richtig viele von euch haben mir einfach nicht meine Noten geglaubt, deswegen zeige ich euch jetzt meine letzten Arbeiten, um es euch zu beweisen. Gestern zum Beispiel habe ich Kunst zurückbekommen, was mein LK ist, und wundert euch nicht wegen dem Datum, die Lehrer brauchen einfach ewig, die Arbeiten zu korrigieren, und ich habe 15 Punkte, das heißt eine 1+. Zudem habe ich gestern auch Deutsch zurückbekommen, und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich über 14 Punkte gefreut habe, beziehungsweise meine Eltern, weil Deutsch war eigentlich früher einer meiner schlechtesten Fächer, und 14 Punkte sind eine 1. Ich habe aber auch dezent viele Wörter geschrieben. Wir achten bitte nicht auf meine Schrift, weil in Arbeiten ist sie immer sehr unordentlich, aber wie man sehen kann, habe ich hier auch 15 Punkte bekommen, und das da war Physik, und das ist auch eine 1+. Man muss dazu aber auch sagen, ich bin halt Mathe-LK, das heißt, Physik ist eigentlich ein geschenktes Fach, weil wenn du Mathe kannst, dann ist das alles easy. In Englisch habe ich nur 12 Punkte bekommen, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich bin eigentlich richtig gut in Englisch, aber das juckt eigentlich auch nicht wirklich, weil ich habe mündlich sowieso 14 Punkte, das heißt, ich werde im Zeugnis auch eine 1 bekommen.